Shit, dicke Bude, Junge! Moinsen! Ja, Freitag. Seevetal. So weit bin ich denn doch noch gekommen. Ich habe mich denn hier in die Parklücke gestern Abend gequält nicht. Aber bin ich rückwärts reingefahren, weil dahinter nur welche standen. Oh ja, ist gleich noch eine Ladestelle in Hamburg und dann habe ich schon gehört, wir haben noch richtig was zu tun heute. Noch richtig. So richtig, richtig was zu tun. Wir hatten ein langer Tag heute. Leider. Na gut, dafür haben wir auch den Rest der Woche rumgepimmelt, ne? Das haben wir auch nicht vergessen. Jo. Kaffee. Dann gleich noch. Aber das Auto sauber machen. Ja, und dann sind es noch 20 Kilometer bis zur ersten Ladestelle in der Grossmannstraße. Dann geht's zu in der Lübeck und dann geht's los, ne? Das wird ein interessanter Tag heute. Und ich glaube auch ein langer Tag. Naja. Starten wir jetzt erstmal den selbigen und dann lass uns mal überraschen. Ja, hier kann man dann auch mal eine Firma hinsetzen, ne? So hier nach ganz hinten. Geil, hier kann man nicht mal umdrehen. Tja. Das ist immer auch nicht schlecht. Super. Naja, ich gehe mich dann mal anmelden. Zur Not muss ich kurz wieder runter. Nützt denn ja nichts. Rückwärts runter, Leute. Rückwärts. Weil er hat nicht gedacht, er hätte mir nicht gedacht, dass ich mit dem Sattel komme. Die haben einen stinknormalen im Stink nochmal ein 12 oder 13 Tonner gerechnet oder 7,5 Tonner. Ich danke dir. Ja. Ja, damit haben die nämlich gerechnet und nicht mit mir mit dem Sattel. So. Jetzt geht's Richtung Seelandkai. Jawohl. CMR habe ich alles, brauche ich nicht schreiben. Jo, dann geht's jetzt zum Seelandkai. We'll be right back.
Jo. Den Trümmer, den haben wir dann schon mal hier. So. Den holen wir jetzt mal ein aus dem... So, wir holen jetzt erstmal nur ein aus dem Skandinavien-Kai, der geht zum Platz. Wen haben wir denn heute? 24. Ich will euch ja nicht beunruhigen, aber in 7 Monaten ist schon wieder Weihnachten. So. What will he denn for me? From me? So, Disbo. Da, Disbo. Abholung. Äh, 80A. 338. War das jetzt richtig? Oh. Ich heiße Müller und die Firma heißt Kersten. So. Den müssen wir nochmal unterschreiben. Sehr schön. So, du kannst dann hier oben hin. Guti, dann fahren wir jetzt rüber zum Scandi. Und holen einen Trailer für den Platsch. Jawollo. Oh ja. 21,5 Grad. Warum schwitze ich denn so? Angstschweiß? So, ab geht's. Etwas voll hier. Ja. Ich muss einmal einen Container durchtauschen. Der da hinten drauf ist. Ja, den gebe ich hier bei der LHG ab. Und nehme nochmal einen auf und fahre zur DUS nach Hamburg. So, wir haben es aber schon 17.52 Uhr. Wir haben auf dem Platz noch Trailer umgeladen. Ja. Und ja, bis um 8:30 muss der Trailer bei der DUS sein. Jo. Ja, der späte Anfang heute Morgen fällt mir so ein bisschen gerade auf die Füße, aber ja, mein Gott, dafür wird man halt bezahlt, ne? Jo. Jo. Dann hoffen wir mal, dass wir den jetzt einigermaßen schnell durchgetauscht kriegen, also einigermaßen schnell in Hamburg kommen und dass da nicht so viel Stau ist heute. Von Hamburg zurück. Bagdaheide, Kreuz Bagdaheide ist ja diese blöde Baustelle. Schauen wir mal. Uah. Krambahn 2, Spur 0. Ich wusste gar nicht, dass sie auch eine Spur 0 haben. Naja, auf alle Fälle sind wir in Hamburg zum Abgeben. Ja, 0 hat er geschrieben. Krambahn 2, Spur 0. Warte mal, Krambahn 2. Das ist 1, da 2. So, wo soll hier 0 sein? Achso, 0 ist gleich hier vorne. Ach so. Aha, wir brauchen ja nicht weit fahren, ne? Gut, dann lassen wir uns das Geschütz hier mal runternehmen. Ach ja. Ja.
Wiesen. Samstag. Ja, immer wieder Samstags. Jawohl. So, ihr bleibt da drin. Ja. Ich bin ja mal für Samstag verhaftet worden, mal wieder. Ich habe schon letzten Samstag gearbeitet. Diesen Samstag haben sie mich auch wieder verhaftet. Ja, nur Kiel, nur einmal Kiel. Oder eben mal kurz nach Kiel. Mhm. Weil ein Auto fehlt. Mhm. Ja. Aus nur einmal Kiel ist dann tatsächlich draus geworden, den hier wegbringen. Zum Lehmann-Kai. Denn tatsächlich nach Kiel. Und dann noch vier Trailer. Von von CTL zum Skandinavien-Kai. Ja. Ja, das machen wir dann gleich. Gleich 7. Ich fange mal eine Stunde früher an. In Hoffnung, dass ich auch früher durch bin. Genau. Wie heißt das so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Jo. Wow. Wenn da die Abwasserkontrolle rum ist, legen wir langsam los. In Lübeck. Ja, leider noch Stau gehabt auf A1. Leider Gottes. Wir haben es jetzt gleich 11:30. Ich habe auch keine Stunde Fahrzeit mehr in den ersten 4,5. Und ich habe noch 4 Trailer, ne? 4 Trailer. Mal gucken, ob ich vor der großen Pause das noch schaffe, wenigstens 2 Trailer zu fahren. Wäre natürlich geil, ne? Ey, wir gehen noch hoch einfacher. Komm morgen. Beziehungsweise gestern Abend. So. Ab zum CTL, Trailer fahren.
Also wenn man hier so Pause macht, ne? Also da sieht man erst, was für Schauspiel hier manchmal stattfindet. Und das Schlimme ist, ich finde es auch noch arm. Ich finde es teilweise echt arm. Es hat so ein bisschen was von Sklaverei. Eigentlich ist es ja sogar Sklaverei, weil es soll immer alles billig, billig, billig. Ja, und dann werden Menschen versklavt. Aber es gibt auch immer zwei Seiten. Es gibt eine Seite, die es macht, und dann gibt es noch die Seite, die es mit sich machen lässt. Ich weiß nur gerade nicht, welche Seite ich schlimmer finde. Eigentlich ist beides gleich schlimm, in meinen Augen. Aber gut, vielleicht sehe ich das ja halt falsch. Das war der letzte. Juhu! Das war der letzte für heute. Gott sei Dank. So, wie spät haben wir es denn jetzt? 14.55 Uhr. Oh. Ja, kurzer Drei auf dem Platz. Gegen 16, 16.30 zu Hause, das ist auch okay. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Hatten wir auch schon mal später. Jo. So, Junge, willst du hin? So. Dich habe ich nun gar nicht gesehen da. So, nur aber ab oben Hof, wa? Oh, keine Lust mehr jetzt. Diese dreiviertel Stunde Pause mittendrin, ne? Die nervt. Gerade auf dem Samstag, die nervt kolossal. Aber nützt ja nichts, man muss sie machen, ne? Brechen wir jetzt eine dreiviertel Stunde runter. Dann wäre ich lange zu Hause. Zumindest auf dem Platz. Das ist immer das Nervigste. Vor allem, wenn man noch einen Teil vergisst. Ich kenne mich ja. So, Leute. Das war's für diese Woche. Das war's tatsächlich. Kaum zu glauben. Aber das war's. Schön. Ach ja. Ach, ich muss gleich noch. Gleich LKW auch noch abschließen. Nee. So, das muss hier auch noch irgendwie rein. Schon letzter Woche. Ich bin ja ein Faultier. Ich wohne ja nun im dritten Stock und ich bin immer zu faul, zweimal zu laufen. Deswegen muss immer alles irgendwie in zwei Handgriffen erledigt sein.
Also mit einmal laufen, auf Deutsch gesagt. Ihr wisst, was ich meine. So. Irgendwann platzt die Tasche nochmal, ne? Irgendwann. Aber trotz alledem, Leute, das war's. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Nächste Woche geht's wieder mit DHL weiter. Jo, und da haben wir nächste Woche ein bisschen mehr zu tun. Genau. Trailer war noch nicht da, der kommt jetzt erst. Deswegen wünsche ich euch schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.